an der Stelle habe ich gemerkt, dass die ganze Zeit das Mikrofon nicht funktioniert hat. Wow. Eigentlich müsste ich jetzt das Angespielte nochmal von vorne anfangen. Aber nicht wirklich Lust dazu. Ist verdammter. Victory. Tja, da habe ich wieder gewonnen. Könnte ich an der Stelle nochmal sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von The Ultimate Zombie Defense. Ein Spiel aus dem Dezember 2020 von den Terradox Studios, was mir von den Entwicklern gratis zur Verfügung gestellt worden ist und hat wie immer keinerlei Einfluss auf meine Bewertung des Spiels. Ich muss mir das echt noch überlegen, ob ich nochmal neu mache. Eigentlich keine Zeit, um neu aufzunehmen. So, reparieren. Alle reparieren. Okay, das war gar nicht so teuer. So, können wir hier mal... so ein bisschen Kram aufbauen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr Kram. Nur kleine Lücken in der Mitte lassen. Hier so ein bisschen. Das hier so ein bisschen zu fokussieren. So Munitionskiste. Enthält Munition für alle Waffentypen. Können wir nochmal ein bisschen Stacheldraht machen. Mit scharfen Kanten, die das Überwinden erschweren. Können wir vielleicht noch hier zwischenbauen. Also bis jetzt ganz witzig gemacht. Das Ganze auch spielbar im... kooperativen Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob man vorhin irgendwas gehört hat von dem, was ich gesagt habe. Deswegen frage ich jetzt einfach nochmal. Bis zu insgesamt 4 Personen. Alles, was sich in den Weg stellt. Achso, die muss man manuell bedienen scheinbar. Eine Waffe, die sich automatisch auf Ziele ausrichtet. Laserzaun. Tesla-Turm. Boah, hier kann man ganz nah auf ein Zeug bauen. Es dürfte für meinen Geschmack sogar noch ein kleines bisschen mehr sein. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, auf zur nächsten Welle. Wie gut das ganze Zeug hält. Kommen noch welche? Ja, kommen noch welche. Es ergibt nur Sinn, das Ding komplett zuzubauen. Im Grunde. Es gibt keinen Sinn, das offen zu lassen. Ich habe schon gewisse Erwartungen an das Spiel, aus diversen Gründen. Also entweder wiederhole ich mich jetzt wirklich, oder ihr hört es das erste Mal. Das erzähle ich dann aber etwas später. Sagen, wenn wir hier das Szenario, Brücke so weit durch haben, wie wir es halt schaffen. Dadurch, dass ich hier auf einfach spiele, ist es jetzt wirklich vergleichsweise einfach im Moment. Muss man schon sagen. Also einfach bedeutet wirklich einfach hier. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Victory! So, Victory. So, erstmal alles reparieren. Holzspikes. Das sind Holzspikes, oder? Bauen wir hier alles zu. Es ergibt keinen Sinn, irgendwas offen zu lassen. So, lass mal gucken. Flutlicht. Ein breitsteines, hochintensives Kunstlicht zur Beleuchtung großer Flächen. Ja, wir sehen aber eigentlich genug hier. Elektrischer Maschendrahtzaun mit zusätzlicher elektrischer Schlagkraft. Landen. Machen wir alles nicht, ne? Militärisches Tor. Ein- und Ausstieg kontrollieren. Ja, das wäre vielleicht noch was gewesen bei der ersten Überlegung, da irgendwo ein Tor reinzubauen. Schanzkorb. Beliebte militärische Befestigung aus Drahtgewebe, Körben und Schwergewebeauskleidung. Spike-Barrikade. Oschenrohrzaun. Aber von hier aus kommen wir ja nicht mehr in den Shop, ne?
Bedienen Sie die leistungsstarke Waffe, will ich gar nicht. Ich möchte automatischen Wachposten haben. Und zwar hier möglichst 4 Stück. Okay, komme ich denn jetzt noch irgendwie? Ja, ich komme tatsächlich noch in den Laden. So, die Pistole können wir ja nochmal upgraden, ne? Maximal 4 Upgrades. So, volles Upgrade. So, dann mal weiter im Programm. Bei die Ultimate Zombie Defense. Da Mischung, ne? Top-Down-Shooter, Tower Defense, Basenbau. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr euch vielleicht über dieses und andere Spiel austauschen wollt, dann schaut doch auch gerne mal auf Discord vorbei. Wir alle freuen uns über jeden neuen Insassen. Solange ich hier eine Waffe und eine Munition habe. Ich habe auch null Plan, ob es eine Höchstanzahl von Wellen gibt oder ob es hier mit den Wellen einfach immer weitergeht. Auf jeden Fall hat es einen coolen Soundtrack, das Spiel. So viel war schon mal gesagt. Also wie sehr das Spiel denn natürlich irgendwann auch Langzeitmotivation haben wird, weiß ich nicht, ne? Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich mir hier immer mal wieder eine nette Runde vorstellen kann. Und dieses Spiel kriegt so oder so, egal wie es ausgeht, von mir eine positive Bewertung. Und warum? Nicht nur, aber auch, weil selbst wenn das Spiel auf Steam nicht im Angebot ist, also jetzt zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, ist es im Angebot sogar. Aber selbst ohne Angebot kostet dieses Spiel weniger als 4 Euro. Und ich finde, da kann man überhaupt nicht viele hohe Ansprüche haben. Da habe ich für viel mehr Geld schon viel Schlechteres gesehen. Und abgesehen davon, dass das hier durchaus Laune macht, die Grafik in Ordnung ist, der Soundtrack eingängig. Also, ich bin voll zufrieden. So, da bauen wir jetzt hier so einen fetten Wachposten hin hier. Aber die müssen wir hier ganz hinten hinbauen. Das ist ja doof. Weil ich nicht genug Platz gelassen habe zwischendurch. Oder drehen. Okay, das geht ja gar nicht anders als hier so hin. Und jetzt, vielleicht kriegen wir noch schnell eingezäunt. Warte mal, 75. Oh, was ist denn das günstigste zum Einzäunen hier? Stacheldraht. 25. Da, gut, das wusste ich vorher nicht. Da hätte ich vorher ein bisschen Platz lassen sollen. Zwischendrin. So, ich habe hier auch gar kein Tor und nichts gelassen. Ja, mal gucken, ob ich jetzt überhaupt noch zum Schießen komme. Und ob sie wirklich immer von oben kommen. Oh. Da alles. Nicht zur Seite. Okay. Alle reparieren. Komm, natürlich noch so einen hier hin. Hier, zacki, zacki. So. Ein bisschen Stacheldraht. War's schon wieder für die Runde. Mach weiter hier mit
Basisverteidigungselementen. Hohohoho. Und ein paar mehr. Also ohne weiteres kommen die hier nicht durch. Da kommen noch welche. Wollt ihr euch von hierher bewegen? Ich würde euch ja entgegenkommen. Ich habe kein Tor gebaut. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht. So, macht natürlich genau das, was ich gesagt habe. So, erstmal alles reparieren. Und dann bauen wir hier noch so einen dritten Turm hin. So, Stacheldraht. Da bleibt kein Auge trocken. Boah, was? Terminator-Turm? 66.660. Verbraucht mehr Energie als eine Stadt. Um Löchern Infizierte zu bohren. Elektrische Energie. Laserzaun. Boah, aber das ist ja nur ein Stück Laserzaun, ne? Da bist du ja arm. Bis du da so ein ganzes Teil gebaut hast. Wir können auch so einen Geschützturm für mich bauen hier. Wo ich mich reinsetze. Das mache ich als nächstes. Ansonsten würde ich mich zur Sicherheit einmauern. Was ist, wenn plötzlich Gegner von unten kommen? Ah, aber das passiert doch nicht bei Tower Defense, oder? Okay, wir gucken mal. Vorsicht vor speziellen Infizierten. Tja, was waren denn die speziellen? Gar nichts, sie kommen nämlich nicht durch. Mein Ehrgeiz sagt, ich muss eine Karte spielen, bis ich verliere. Ja, das war's dann auch schon wieder, ne? So, jetzt brauche ich mir hier mal erstmal alle reparieren, dann brauche ich mir hier mal so einen Aufsitzturm. Was ist das aber klein? Hat der überhaupt eine anständige Reichweite? Jetzt steht der Spieler im Weg. Ah. Kann ich mit dir nicht ein Stück weglaufen? Jetzt? Ja, jetzt geht's. So. Was? N? Ach, N für Nachtsicht. Okay, ich soll vielleicht mal gucken, was es hier so alles für Knöpfe gibt. So, Geschützturm. Kann noch Minen bauen. 3 von 12 Gebäuden platziert. Okay, bei 12 Gebäuden ist auch Schluss. Elektrischer Massenzaun. Mann, Mann, Mann. Ich könnte mir hier noch einen richtigen Zaun bauen. So, damit die Zombies gar keine Chance mehr haben, irgendwo dran zu kommen. So, ich will aber auch was verkaufen. Was verkaufen? Oh. Alle reparieren. Wie ist das mit Nachtsicht? Funktioniert das jetzt auch noch? N für Nachtsicht. Machen wir mal mit Nachtsicht.
Oh, E interagieren. Jo. Können wir natürlich an verschiedenen Stellen noch solche Türme hinbauen. Zum Beispiel für mehrere Spieler, wie ich schon sagte, Multiplayer. Bock sowas mal im Multiplayer zu sehen, dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen oder auf Discord. Ja, die letzten Zombies sind immer ein bisschen zögerlich, so hat es den Anschein. Victory! Geräuschkulisse, quietsch, quietsch, quietsch. So, alle reparieren. Ich wüsste gar nicht, brauche ich noch zwei von den Dingern dahin. Hier gleich zum von der Seite wegmetzeln. Wenn ich noch so weit nach oben bauen, kommt schon gar keiner mehr hier an. So, du kriegst Maschendrahtzaun. Na, optimal ist anders. Mal gucken. Kommen wahrscheinlich gar keine Zombies mehr durch. Gleich auf die andere Seite noch so ein Ding. Ah, da, irgendwas Spezielles passiert doch noch, oder? Vorsicht vor speziellen Infizierten. Dass da oben jetzt schon eine Kanone steht, müssen wir nicht so lange auf die Nachzügler warten. Wir können aber echt mal kurz in die Steuerung gucken. So, rauf, links, rechts, runter. Sekundär. Build Mode. Reload. Brauchen wir momentan nicht. Score. Vorherige Waffe, nächste Waffe. Sekundär ausstatten, interagieren, Gebäude drehen. Show Shop. Sprint. Left Shift. Laser verwenden. Uiuiui. Nachtsicht verwenden. Taschenlampe verwenden. Rein und raus zum. Ach, wir haben auch eine Taschenlampe mit F. Ist wahrscheinlich egal. Solange ich hier an der Kanone stehe. Victory! So, aber sie haben gar nicht so richtig versucht. Diesen Wachposten anzugreifen. Gut, gibt's noch einen auf die andere Seite. Ich habe jetzt mal gar keine Bauchschmerzen. Wahrscheinlich dreht sich geneigten Tower Defense Experten der Magen um. Sie sehen, was ich hier so treibe. Aber ich bin mit mir ganz zufrieden. Welle 10. Mal gucken, was bei Welle 100 passiert. Alles repariert das auch. Hier gibt es nichts zu tun. Sparen, Geld sparen. Ah, jetzt kommen sie auch von unten. Happy, na toll. Ich hab's geahnt, dass sowas passiert. Da
kam der Endboss. Game over. Ich habe es geahnt, dass das passieren könnte von beiden Seiten. Ich wollte es nur nicht wahrhaben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kannst du natürlich vergessen. Da hast du keinen Ein-, keinen Ausgang, kannst nicht auf die andere Seite rennen. Die Kanonen schießen nur in eine Richtung. Beziehungsweise, ich hätte sie natürlich auch von Anfang an von der Seite hinbauen können. Okay, also eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Bis jetzt von meiner Seite aus sehr positives Zwischenfazit. Mehr kann ich, gar nicht viel zu dem Spiel erzählen, weil alles, was wichtig ist, an den Spielmechaniken habt ihr gesehen. Die sind auch übersichtlich, finde ich. Leicht zu erlernen, ja mal gucken. Leicht zu erlernen, schwer zu meistern, ist ja mittlerweile ein Standardspruch. Aber hier kann man sich ja auch ein bisschen individuell den Schwierigkeitsgrad einstellen. Also es kommen Zwischen- und Endboss offensichtlich. Spätestens in Stage 10. Also ich werde es jetzt nochmal probieren, vielleicht mit einer etwas anderen Taktik. Und wir nehmen mal eine andere Karte. So, wir haben die Brücke, wir haben Fasching. Ich glaube Fasching, DLC nicht bestehend. Okay, da muss man nochmal ein paar Euro extra bezahlen, wenn man es haben will. Also wir haben dann hier, wir können es uns aber trotzdem in der Vorschau angucken. Gehe zum Faschingsfest, sagten sie. Es wird Spaß machen, sagten sie. Außerdem gewinnst du Preise, indem du Bälle durch Ringe wirfst oder Dosen triffst. Es ist jetzt das Gleiche, nur dass die Kugeln 7,62er sind und der Reifen viel schwerer zu verfehlen ist. Okay. So, Stadtrand. Innenstadt. Hier gab es früher eine blühende Gemeinschaft. Luftbilddaten deuten darauf hin, dass es sich bei diesem Gebiet um einen großen infizierten Hotspot handelt. Eine potenzielle Quelle des Ausbruchs. Gut, hier weiß man jetzt auch nicht, aus welcher Richtung die Gefahr droht. Aber hier könnte ich mir vorstellen, sich schön auf dem Marktplatz oder irgendwo einzurichten. Wäre bis jetzt mal so mein Favorite. Und die Mall. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wenn euch das nicht bekannt vorkommt, dann schaut doch mal, verlinke ich euch auch in der Infobox, bei Dawn of the Walking Dead rein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Kaufhaus, was wir nie gefunden haben. Hier könnten wir es spielen. Mein Kind ging hier auf einen Schulausflug. Kann nicht mehr als ein Jahr her sein. Kaufte mir eine Uhr von diesem teuren Juwelier und sie fiel auseinander. Mistkerl, aber zum Teufel, ich vermisse diese einfacheren Zeiten. Jetzt sieh es dir an. Eine verdammte Geisterstadt. Wer wartet denn schon gerne in der Schlange? Na, könnte mitunter heftig sein, aber gut, ich mag jetzt mal nicht so in die schmalen Karten rein. Ich würde mir jetzt hier nochmal tatsächlich Stadtrand angucken. Solltet ihr das Bedürfnis haben, auch noch die Mall zu sehen oder noch mehr von diesem Spiel zu sehen, wie auch immer geartet, dann lasst mich das doch gerne wissen. Ui, sogar mit anderem Intro, schön gemacht. Und jetzt kommen sie von allen Seiten. Aber relativ langsam. Die erste Welle kam dann noch zum Eingewöhnen. Ja, hoch! Lebensmüde. So, verstärkt. So, Maschendrahtzaun. So, Maschendrahtzaun. Jetzt mal auf. Machen das Ding mal zu. Vielleicht kommen sie trotzdem rein. Es kann ja sein, dass ich das hier grundlegend falsch mache gerade. So, Holzbikes. 10 Stück. So.
5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. So, wie sieht's mit einem Upgrade aus? Upgrade im Shop kaufen. Also ich fühle mich hier eher echt sehr extrem exponiert hier. Nicht gut, um ehrlich zu sein, wie ich mich an dieser Stelle fühle. Jetzt werden sie auch am Anfang nicht aus einer, sondern aus allen Richtungen kommen. Es könnte sein, dass das hier alles viel schneller den Bach runtergeht, als auf der Brücke. Gut, wir werden sehen. Wenigstens haben wir ein kleines Radar. So, wir kommen alle von links. Durch die Mauer. Aber ich schätze mal, ich kann die Mauer auch nicht reparieren. Die Frage ist nur wirklich, ob dieses natürliche Hindernis unvernichtbar ist oder ob die Mauer auch irgendwann kaputt geht. Es wäre gut zu wissen, bevor ich mir über die weitere Taktik Gedanken mache. So gut, die ersten Level oder die ersten Wellen im jeweiligen Level sind ja noch nicht das Problem. Installieren, aber auf allen vier Seiten. Und eins für mich selber in der Mitte. Nee, die Mitte ist zu weit weg von allen Rändern. Das bringt's nicht. Bringt das was, wenn ich das Licht ausmache? Nicht unbedingt. Ich hab schon wieder überall zugebaut und keine Tore hingesetzt. Da bin ich weiterhin darauf angewiesen, dass die Gegner zu mir kommen. Victory! So, Victory. So, alle reparieren. Dürfte nichts kaputt sein. So, sparen. Sparen, sparen, sparen. Außer die Pistolen-Upgrades. Die gönne ich mir natürlich. Tja, was soll ich machen? Weiter geht's. Das Unvermeidliche, nicht ewig hinauszögern. Oh, jetzt kommen sie auch von da unten. Zumindest gnädigerweise nicht. Ja doch, jetzt kommen sie aus allen Richtungen gleichzeitig. Das ist durchaus etwas schneller. Oh. Spannender, dass hier so zwei Richtungen kommen. Von Anfang an, nicht mehrere Richtungen kommen. Was in den anderen beiden Richtungen ist, kann ich jetzt natürlich nicht vorhersehen. Schwierig zu entscheiden, wo man dann die Abwehr hinbauen soll. Man kann auch nicht sehen, ob das hier beschädigt ist. Immer noch die Frage, geht die Umwelt irgendwann kaputt? Oder nicht?
reparieren. Das ist alles repariert. Siehst du, das wäre noch schön, wenn man irgendwo die Beschädigung als Zahl sehen könnte. Also als absoluter Blockwert oder vielleicht wenigstens als Prozentzahl. Das wäre nicht verkehrt. Ja, natürlich könnte man immer mehr Waffen und Möglichkeiten zum Bauen hier hin packen, aber ich denke mal für einen kurzweiligen Spaß. Ist das hier schon okay? Tesla-Turm, da habe ich doch keine Kohle für. Tong-Barrikaden. Nee. Ist alles so teuer. So, aber Waffen-Upgrade geht natürlich noch. So, voll abgegradet, mehr geht nicht. So, weiter. Also mehr geht schon noch, aber nicht mit dieser Waffe. Das ist aber ganz sympathisch, dass man uns Munition hat, also wir schon von allen Seiten. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ja, sie kommen durch. Das ganze Gelände einzäunen. Nope, das ist keine Option. Das ist keine Option. Vielleicht die Mauerreste noch zu nutzen. Na, einer noch? Victory. Ungefähr in die Mitte. Also von hier hat man einen ungefähren Überblick überall hin. So, also gehe ich hier mal einen Schritt höher. Und baue hier einen Geschützturm hin. Und jetzt, meine Freunde, schon da Zaun. Verstärkter Maschendrahtzaun. Jetzt baue ich mich ein. Ja, leider kriege ich es noch nicht ganz zugebaut. Aber fast. Bekomme ich denn Geld zurück, wenn ich was verkaufe? Ja, tue ich. Warte mal. So, verkaufen. Die ganzen Gitter kommen weg. Ist immer noch nicht weit genug unten. Ich da auch noch ein Tor haben, ein militärisches Tor, damit ich auch hier rauskommen kann. Im Fall der Fälle. Das wird nicht gut.
oder? Interagieren. Okay. Oh, weia. Was an allen Seiten zu ist. Gut, die Verstärkungsfreunde machen schon, was sie wollen. Darf ich mich jetzt mal nicht beschweren. Rauslaufen können beschleunigt auf jeden Fall den Levelablauf. Vielleicht erhöht auch die Todesrate. Victory! So, Victory. Warum? So, die interagieren. Achso, wahrscheinlich ist es dann einfach irgendwann überhitzt. So, bauen. So, militärisches Tor. Ein- und Ausstieg kontrollieren. So, wo baue ich das denn? So. Passt das denn so? Okay, das konnte man nämlich nicht so richtig gut erkennen gerade. So, verstärkter Maschendrahtzaun. So, jetzt alles reparieren. Auch gut, und es ist noch Kohle übrig. So, Wachposten ist noch zu teuer. Können wir vielleicht bei der nächsten Runde nehmen. Aber jetzt habe ich ja im Grunde, was ich wollte, ne? Ich sitze hier in meinem kleinen Käfig und habe keine Ahnung, was ich da tue. So, die Waffe ist komplett upgegradet. Okay, weiter geht's. Zombies werden stärker. Warum? Was? Barkrex. Warum kommt der jetzt? Das hat leider nicht ganz funktioniert. Aber fast. Die Ultimate Zombie Defense. Bestimmt nicht das letzte Mal, dass mich dieses Spiel gesehen hat. Für ein angespielt soll es an der Stelle aber grundsätzlich erstmal reichen. So, ich würde jetzt nur noch mal kurz gucken, was wir hier noch so haben. So, Host-Spiel ist klar. Ich bin der Host, kann andere einladen. Bros Servers. Kann man sich wahrscheinlich angucken, wer, also die Dedicated Server sind mir ja keine bekannt. Wahrscheinlich sind das alles Leute, die das Spiel auf ihrem Rechner hosten, das macht aber nichts. Es gibt noch Archivements. Okay, das sind Steam Archivements, das muss mich jetzt mal nicht weiter stören. Außer, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wie man dieses blöde Menü zukriegt, doch. So, Leaderboard spare ich mir, was haben wir hier noch? Fähigkeiten bauen. So, ich bin Level 2. Habe ich dann irgendwelche XP, die ich ausgeben kann?
Also ich käme hier schon mal weiter. Also alle Klassen können hier auch noch ein bisschen in ihren Fähigkeiten entwickelt werden. Und was ist das da ganz hinten? Keine Ahnung. So, ich habe den Schweren hier gespielt. 10% mehr Kugeln im Magazin. Oder was haben wir hier? Kostet einen Fähigkeitspunkt. 10% weniger Schaden erhalten. Beginne mit einem Scharfschützengewehr. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ob man, wenn man ganz alleine spielt, mit einem Scharfschützen viel anfangen kann oder ob da nicht doch eher nur die brachiale Gewalt funktioniert, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Da könnte man sich jetzt natürlich noch die verschiedenen Klassen anschauen. Und wie man sieht, das Spiel möchte natürlich. Es möchte natürlich zu viert gespielt werden. Deswegen gibt es ja auch diese vier Klassen hier. Ja, mal gucken. So, ich kann einen Punkt verteilen. So, das mit dem mehr Kugeln im Magazin habe ich. Ich kann nur hier weitermachen, ne? Also mal abgesehen davon. So, und die nächsten Dinge, die ich dann hier freischalten könnte, wären dann unbegrenzte maximale Munition für alle Waffen. Cool. Gewehre richten 20% mehr Schaden an. Ach so, alles übliche Dinger. Verringerung der Nachladezeit. Aber schön, dass wir auf jeden Fall auch an solche Optionen und Möglichkeiten in Ultimate Zombie Defense gedacht haben. Ja, lasst mich auf jeden Fall eure Meinung wissen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen Zombie Defense oder vielleicht auch ganz andere Spiele und Livestreams verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann auch das Glöckchen klingelt, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wow.